willkommen zu dieser Podcast-Folge Sei dein eigener Mentor. Ich habe ja schon mal eine Folge zum Thema Mentoring gemacht. Die findet man allerdings nur, wenn man das Wort Vorbild eingibt. Das ist die Folge Nummer 18, also eine sehr, 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 sehr alte Folge. Das ist noch aus dem Jahre Schnee, ich glaube 2017 wird es dann gewesen sein. Und da spreche ich darüber, wie du Vorbilder als Abkürzung nehmen kannst. Darum soll es heute nicht gehen, also wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir die Folge 18 an, hör dir die Interviews an. Da stelle ich ja immer wieder spannende Menschen vor mit dem Gedanken oder mit der Idee im Hintergrund, dass du dadurch natürlich Vorbilder für dich findest, weiter recherchieren kannst. Heute soll es darum gehen, wie du dein eigener Mentor wirst. Also wie du nicht von anderen was abgucken kannst, sondern wie du dir von dir selbst etwas abgucken kannst. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen befremdlich, von mir selber was abgucken. Wenn ich es besser machen würde, dann ging es doch besser. Wir im neurolinguistischen Programmieren gehen davon aus, jeder hat bereits alle Ressourcen in sich, die er braucht. Das heißt, die Idee ist nicht, aha, der ist zu blöd dazu, dem muss ich erstmal beibringen, wie er seine Gefühle verändert, dem muss ich erstmal beibringen, wie er dies und jenes macht, damit er überhaupt irgendwie die Chance hat, sich zu verändern. Davon gehen wir nicht aus. Wir gehen davon aus, Die Ressourcen, die Fähigkeiten sind da. Die Fähigkeiten, kreativ zu sein, sind da. Die Fähigkeiten, Probleme zu lösen, sind da. Die Fähigkeiten, Gefühle zu verändern, sind da. Oft ist es nur so, dass es an Resourcefulness, also noch an Einfallsreichtum, an in dem Moment der Zustand nicht da ist, dass es daran fehlt oft. Ja? Aber grundsätzlich, das Gefühl von Glück, das Gefühl von Begeisterung, das Gefühl von Euphorie, die Qualität von Kreativität, die Qualität von, hey, und wenn das Leben dir eine Zitrone schenkt, macht Zitronenlimonade draus. Die ist bereits in jedem Mensch da. Ja, man muss sie manchmal nur vielleicht anteasern. Und da gehen wir davon aus, und das ist auch diese Idee beim Selbstmodelling, es gibt ganz, 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 ganz viele Bereiche, wo du schon richtig gut bist. Und die Idee ist, du kannst dir auch da etwas klauen. Das heißt, du kannst dir von dir selber Fähigkeiten klauen. Ich gebe dir ein Beispiel, nehmen wir an, du bist ein passionierter Sportler, ja, vielleicht ein Hobbysportler, bist darin auch sehr gut, sehr diszipliniert. Und du möchtest dich ja intellektuell irgendwie weiterbilden, aber hast überhaupt keine Muße dafür. Ja, also es interessiert dich einfach nicht oder du fängst irgendwie an, philosophische Literatur zu lesen und dann nach kurzer Zeit ist die Energie draußen. Im Sinne des Selbstmodellings könntest du dir mal anschauen, was ist anders beim Sport als beim Lesen? Natürlich, ich weiß, es ist eine andere Tätigkeit, macht ganz andere Sachen, aber abgesehen davon, was ist anders? Und dann könntest du drauf kommen, naja, Sport hast du viele tausende Stunden investiert, lesen kaum. Okay, gut, das kann man nur langfristig ändern, was noch, was ist noch anders? Dann kommst du vielleicht drauf, naja, beim Sport hattest du von Anfang an ein Ziel, vielleicht wolltest du unbedingt mal einen Marathon laufen, vielleicht wolltest du unbedingt mal eine Stunde in gewisser Zeit, also nicht eine Stunde in einer gewissen Zeit, 10 Kilometer in einer gewissen Zeit laufen, ja, zum Beispiel in einer Stunde oder wie auch immer. Wobei eine Stunde jetzt nicht so besonders wäre. Ich glaube, da gibt es andere Zeiten, aber vollkommen egal. Also was immer dein Ziel war, vielleicht hattest du von Anfang an ein gewisses Ziel. Vielleicht ist es dir beim Lesen nicht klar. Und dann kommt man drauf, ah, da ist ein Unterschied. Und das ist die Idee des Selbstmodellings. Die Idee ist, wo kann ich etwas Bestimmtes schon sehr gut, egal welcher Lebensbereich das ist, und wie kann ich den transformieren? Nehmen wir an, du bist in einem bestimmten Bereich total geduldig. Ja? Zum Beispiel mit deinen Kindern und bist aber wahnsinnig ungeduldig mit deinem Chef. Oder umgekehrt. Ja? Ganz, ganz gleich, welcher Bereich das ist. Und dann sich die Frage zu stellen, okay, was ist da anders? Und das können manchmal auch Rahmenfaktoren sein. Ja? Du kannst auch drauf kommen, naja, mit den Kindern bist du deswegen ungeduldig, weil du parallel noch andere Sachen machen musst und in der Arbeit ist es nicht so, da bist du immer fokussiert auf eine Sache. Ja, dann kann man sich natürlich auch fragen, okay, wie kann man die Rahmenbedingungen vielleicht verändern? Aber vollkommen egal, was du da herausfindest, was der Unterschied ist, diesen herauszukristallisieren und sich dann in dem Bereich, wo du besser werden möchtest, die Erkenntnisse und die Ideen anzuwenden. Das heißt, die Grundfrage beim Selbstmodelling ist, in welchem Lebensbereich kann ich das schon, habe ich das schon? Sei es die Fähigkeit zur Disziplin, sei es die Fähigkeit zur Kreativität. Vielleicht bist du ein total musikalisch kreativer Mensch und möchtest auch gerne Texte verfassen, aber du kriegst es einfach so gar nicht hin. Und dann kannst du dich fragen, okay, wie machst du das beim Gitarrespielen? Wie bist du da kreativ? Dann kommst du drauf, aha, das ist meistens abends, bei Kerzenlicht, da klimperst du vor dich hin. Das heißt, da spielst du nichts besonders Gutes, sondern du klimperst vor dich hin und irgendwann fallen dir so Melodien ein.
Ja, nehmen wir mal, das ist natürlich viel komplexer. Ich mache es immer für diesen Podcast sehr einfach, sehr simpel. Nehmen wir an, das ist jetzt deine Erkenntnis. Und dann überlegst du dir, wie machst du das beim Schreiben? Aha, das machst du meistens tagsüber, das machst du meistens gezielt, du versuchst gleich was richtig Gutes zu schreiben und so weiter und so fort. Und kommst drauf, das sind Unterschiede. Und dann könntest du mal probieren, das anzuwenden. Gut, für deine Augen brauchst du natürlich ein bisschen mehr Licht. Ja? Entweder brauchst du sehr viel Kerzenlicht oder wie auch immer. Aber die Idee, das mal am Abend zu machen, ist vielleicht was. Die Idee, einfach mal drauf loszuschreiben und auch Mist, also muss ja nicht Mist sein, aber nichts Besonderes zu schreiben, sondern einfach zu schreiben um des Schreiben Willens, so wie du gespielt hast, um des Spielen Willens, einfach mal loszuschreiben und dann erst irgendwie sich so den Text entwickeln zu lassen, ist vielleicht eine gute Idee. Das ist die Idee bei diesem Selbstmodeling, das ist die Idee bei diesem Satz, sei dein eigener Mentor. Die praktische Anwendung ist ganz einfach. Ja? Du suchst jetzt einfach Lebensbereiche, wo du sagst, da bist du noch nicht zufrieden. Und dann schaust du dir an, gibt es irgendwo etwas, wo ich das bereits habe, kann oder bin. Ja? Es gibt Menschen, die sind im Bereich Körper und Gesundheit total fit und aktiv und kriegen es in anderen Bereichen nicht hin. Super, dann nimm die Ressourcen, die du da hast und transformier die in einen anderen Bereich. Eine weitere Idee von sei dein eigener Mentor ist genau das, was ein Mentor macht. Was macht ein Mentor? Mentor gibt oft Impulse. Ein Mentor ist kein Therapeut, ist kein Coach, ist kein Trainer. Ja? Der ist, hat eine ganz andere Funktion. Der kann alles mal machen. Der kann mal eine Coaching-Intervention setzen. Der kann mal vielleicht auch im Bereich im Sinne des Trainings dir etwas beibringen. Aber ein Mentor ist tendenziell eher ein Impulsgeber. Jemand, den du Fragen stellen kannst und der dann Antworten gibt, der dich weiterbringt. Sei es fachlich, sei es vielleicht aber auch auf einer anderen Ebene, dich irgendwie weiterbringt. Und das Gute ist, wir Menschen können Selbstgespräche führen. Das heißt, du kannst auch mit dir selber sprechen. Und da, finde ich, ist es zielführend, sich Mentorfragen zusammenzustellen. Das heißt, der erste Aspekt von sei dein eigener Mentor ist, Sinne des Selbstmodellings, wo kann ich etwas gut, was kann ich daran kopieren? Der zweite Part ist, sich eine Liste an richtig guten Fragen zu stellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo willst du dein Mentoring haben? Ist es der Sportbereich? Ist es das Berufliche? Ist es die Kreativität, das Musikalische? Und diesen Fokusbereich brauchst du natürlich. Ja? Nehmen wir an, es wäre der Bereich der Kreativität, du möchtest kreativer sein. Dann könntest du so Fragen haben wie, wann bin ich am kreativsten? Wo bin ich am schöpferischsten tätig? Was gibt mir am meisten Kraft, um richtig kreativ zu sein? Welche Umgebung inspiriert mich am meisten? Vielleicht auch, welche Umgebung inspiriert mich am meisten, was zu schreiben oder zu spielen, also wirklich konkreter zu werden. Das sind alles Fragen, die bereits schon so eine Zielrichtung haben und die du einfach sammeln kannst. Vielleicht hast du da 10, 20, 30, 40, 50 Fragen. Ja, ich gebe dir jetzt einfach heute ein paar Beispiele. Vielleicht magst du gleich ein paar Fragen aufnehmen. Vielleicht entwickelst du direkt nach dem Podcast eigene Fragen, wo du sagst, okay, das sind Fragen, die kann ich mir aufschreiben. Die habe ich vielleicht in meinem Journal, in meinem Handy, in meinem Laptop, wo auch immer. Und bei Bedarf, wenn ich einen Mentor brauche, aber keinen habe, kann ich mein eigener Mentor sein, indem ich mir diese Fragen anschaue und mich einfach mir die Frage stelle, okay, welche Frage könnte ich mir gerade stellen, welche Frage wäre jetzt wirklich den großen Mehrwert. Im Bereich des Beruflichen könnte es vielleicht sein, wie kann ich meinen Einsatz verdoppeln? Wie kann ich mit weniger Mühe mehr Gewinn machen? Ja, jetzt mit so einem finanziellen Aspekt. Wie kann ich meine Berufung noch mehr leben? Wie kann ich das, was mir wirklich wichtig ist, in die Welt tragen? Was möchte ich den Menschen oder der Menschheit zurückgeben? Was ist das Wichtigste, was ich heute tun kann, um meine Berufung voll und ganz zu leben? Das sind alles Fragen, die sind vielleicht genau die richtigen für dich, vielleicht auch nicht. Ja, da musst du selber noch suchen. Was bei diesen Fragen gemeinsam ist, sie nehmen das Positive vorweg. Wir nennen es im NLP eine Präsupposition, eine Vorannahme. Wir gehen davon aus, du bist kreativ, es geht nur noch darum, wo du diese Kreativität oder wie du diese Kreativität am besten ausleben kannst. Wir gehen davon aus, du lebst deine Berufung, es ist nur noch die Frage, wie kannst du es noch besser, noch mehr, noch schneller, noch kreativer, noch inspirierender, noch entspannter, noch gelassener, was auch immer, ausleben. Ja, aber wir gehen immer davon aus, du lebst deinen Beruf und wir gehen immer davon aus, du verdienst gutes Geld. Die Frage ist nur noch nach dem, wie kann man es anders machen, wie kann man es mehr machen. Das heißt, wir haben immer diese Suggestion drin, es klappt schon. Und wenn du das im Hintergrund hast, fallen dir 1000 Fragen ein, die du dir stellen kannst. Und das Wichtige, und das ist jetzt die Idee bei diesem sei dein eigener Mentor, wenn es dir gerade schlecht geht, wird dir keine gute Frage einfallen. Ja, das liegt an der Neurobiologie, in schlechten Zuständen fallen dir lauter Dinge ein, die dir immer einfallen in schlechten Zuständen. Und das ist meistens nicht das Intelligenteste.
Das heißt, die Idee ist wirklich, bei Sei dein eigener Mentor, habe diese Liste parat und habe diese Liste dabei. Es bringt dir nichts, wenn du zu Hause auf deinem Computer diese Liste abgespeichert hast und dann unterwegs im Zug diese Liste brauchen würdest. Na, dann kannst du sie dir nicht anschauen, dann kannst du sie dir diese Frage nicht stellen, dann ist es zu spät, dann klappt das Ganze einfach nicht. Das heißt, wenn du dein eigener Mentor sein möchtest, dann musst du deine Mentoring-Sachen auch mitnehmen. Ja, manche haben auch immer so ein Büchlein dabei, ein kleines Schreibbüchlein, wo sie vielleicht auch eigene Texte, Gedanken aufschreiben. Das könnte auch so ein Bereich, also auch so ein Thema beim Thema Kreativität sein, dass du dich anders präparierst. Ja, ich glaube, Johann Sebastian Bach war das auch, der meistens nachmittags immer spazieren gegangen ist und ganz viele Blätter Papier mitgenommen hat, um seine Gedanken, seine Melodien und so weiter aufzuschreiben, ja, weil er beim Spaziergang einfach kreativer sein konnte, als wenn er einfach zu Hause sitzt. Ja, und der letzte Trick, den ich sehr wichtig finde beim Thema sei dein eigener Mentor, ist wirklich zu leben. Ja, du hörst hier gerade meinen kleinen Sohn im Hintergrund, ja, lass dich davon nicht stören. Manche von euch wissen ja, ich bin seit einigen Wochen Vater und genau, der kleine Aaron hört jetzt ein bisschen mit bei dieser Folge. Ja, das heißt, im Sinne des eigenen Mentors werden, was man machen kann, ist auch die Imagination nutzen. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Passt nicht für jeden. Aber ich erkläre mal, wie ich das machen würde, wie ich das mache. Du stellst dir vor, du lebst deine beste Version. Und du kannst dir das wirklich mal ein paar Minuten genießen, dir vorstellen, okay, in allen Lebensbereichen, körperlich, gesundheitlich, finanziell, beruflich, Berufung, Familie, Beziehungen, das intellektuell, geistig und auch das spirituelle, in sämtlichen Lebensbereichen ist alles ideal. Du lebst ein ideales Traumleben, du hast die Gewohnheiten, die du haben möchtest in deinem Traumleben, du bist der Mensch, der du wirklich sein möchtest. Und dir das mal wirklich vorzustellen, wie lebt dieser Mensch, wie geht dieser Mensch, wie spricht dieser Mensch? Das ist dein eigener Mentor, das bist du in deiner besten Version. Und dir dann vorzustellen, dann kannst du ihm Fragen stellen, dann kannst du so Fragen stellen, hey, wie kann ich meine Berufung finden oder wie kann ich eine bessere Beziehung zu meiner Partnerin leben oder ganz egal. Und vorher, und das braucht doch ein bisschen Zeit, musst du dir ein paar Minuten vorstellen, wie du dieses Beste selbst lebst. Und wenn du dir das vorstellst und dann diese Frage stellst, kommen manchmal sehr beeindruckende Antworten. Manchmal kommt auch nichts, ja, oder nicht gleich etwas oder nichts, wo du sagst, aha, das stößt gleich auf Resonanz. Dann kann man manchmal warten, manchmal sind die Antworten trotzdem gut. Manchmal hilft es auch, und das machst du ja auch bei Mentoren, die Frage öfter zu stellen. Mentor ist es ja auch so, dass du nicht, wenn du dich da zum Beispiel, nehmen wir an, es wäre ein Mentor im Bereich deines Berufes und es geht darum, finanziell sich besser aufzustellen, da stellst du auch nicht einmal die Frage, wie kann ich mehr aus mir herausholen und danach ist die Sache gegessen, sondern da stellst du vielleicht andere Fragen, ähnliche Fragen, aber du stellst dir auch immer wieder Fragen, um auch immer wieder weiterzukommen. Und auch da kannst du das machen, immer wieder deinem Mentor diese Frage zu stellen. Das heißt, zusammengefasst, die drei Ideen, die drei Methoden, gell Aaron, bist auch dabei. Erste Methode ist die Idee des Selbstmodellings. Frage dich, in welchem Lebensbereich hast du diese Fähigkeit schon, die du dort haben möchtest oder hast sie vielleicht ausgeprägter als dort, wo du sie jetzt haben möchtest. Zweite Idee, sammle gute Fragen. Sammle ganz, 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 ganz viele gute Fragen. Habe eine Liste, habe diese Liste immer bei dir, dass du sie im Fall des Falles dir selber stellen kannst. Das kann eine Liste sein mit Fragen, um in einen motivierenden Zustand zu kommen, eine Liste sein von Fragen, um deine Berufung zu finden, eine Liste von Fragen für Kreativität, vollkommen egal, was immer das ist, was du möchtest, wo du einen Mentor brauchst. Und der dritte Tipp, imaginiere deinen eigenen Mentor, imaginiere dich selbst, aber in deiner besten Version, in deiner ultimativen Version, in der Version, wo du sagst, ja, das ist nicht nur mein Traumleben, das ist auch mein Traumsein. So möchtest du wirklich dein Leben leben. Ja, und imaginier dir eine Zeit lang und dann stell diesen Mentor Fragen und vollkommen egal, was da kommt. Vielleicht antwortet dieser Mentor auch nonverbal, vielleicht zeigt er dir ein Bild, vielleicht siehst du einen Film. Ja, diese Fähigkeit hat nämlich dein eigener Mentor. Ja? Das kann ein echter Mentor nicht machen, aber dieser Mentor kann dir einfach einen Film zeigen. Ja, vielleicht siehst du dann kurz eine Szene von einem Spielfilm, ja, nehmen wir an Herr der Ringe und vielleicht kommen da wieder neue Gedanken auf und das bringt dich weiter. Auch das wäre möglich. Es muss nicht immer das Verbale sein. Dein eigener innerer Mentor, manche nennen es auch das höhere Selbst, ist deutlich kreativer als ein 0815 Mentor. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß bei diesen drei Tipps und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei einem NLP-Seminar, bei einem Tagesseminar. Ich mache das momentan alles online. Das heißt, die Barrieren sind sehr, sehr gering. Und in diesem Sinne, bis bald. Ciao dir. Tschüss.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meine Webseite vorbei. Dort biete ich kostenfreie Webinare an und auch mein Audioprogramm ist mit dem Gutscheincode PODCAST um einiges günstiger zu erwerben. Für die, die wirklich Meisterschaft erlangen wollen oder der Podcast einfach zu wenig ist, für die bieten wir NLP-Ausbildungen an, aber auch NLP-Seminare. Schau einfach in unserem Angebot rein, ob etwas für dich dabei ist. In diesem Sinne, auf bald, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.